Guten Morgen, das ist ein offener Brief an alle Hippies oder an alle Menschen, die sich mit der Hippie-Kultur verbunden fühlen, auch an alle Weltverbesserer und große Teile der alternativen Szene. Ich war gerade wieder ein paar Tage unter Hippies und ich selber versuche mich ja generell von einem Begriff oder von einer Zugehörigkeit zu einer Gruppe, zumindest verbaler Natur, zu lösen, um einfach immer einen gewissen kritischen Rundumblick auf mich zu haben und nicht in einer Komfortzone zu verweilen, was häufig so eine Gruppe eben ist. Veganer sind alle gut, Fleischesser sind alle böse und die Christen sind die Bösen und die Islamisten sind die Guten und all solche Dinge eben. Und was mir auffällt an den Menschen, die sich dieser Hippie-Kultur zugehörig fühlen oder an Hippies oder an alternativen Menschen, die sie als Weltverbesserer sehen, ist Folgendes. Ihr großes Ziel ist, dass wir alle Menschen gemeinsam diesen Planeten zu einem besseren Ort machen. So. Was passiert denn aber de facto? Nämlich genau das, was ich gerade schon angesprochen habe. Es wird eine Subkultur. Ich würde nicht nur sagen gebildet, sondern auch glorifiziert. Und da beginnt das Problem. Wenn man eine Elitenbildung schafft, dann separiert man sich von der Nicht-Elite. Und wie soll man dann gemeinsam an etwas arbeiten oder gemeinsam die Welt zu einem besseren Planeten machen? Scientology ist auch ein gutes Beispiel dafür. Da geht es darum, sagt, wir sind die Guten, das sind die Bösen. Wir haben das alles klar im Blick, ihr entscheidet richtig und ihr entscheidet falsch. Und da ist wenig Toleranz, da ist wenig Interesse an der anderen Meinung und das führt dann ausgehend dieser Lagerbildung dazu, dass Fronten geschaffen werden. Und überall, wo Fronten geschaffen werden, egal mit welcher Intention, überall, wo Fronten geschaffen werden, entsteht Reibung und entsteht letztlich auf irgendeiner Weise immer auch Krieg. Und entsprechend möchte ich einfach mit diesem Video an alle Menschen, die sich der Weltverbesserungsszene angehörig fühlen, so ein wenig Demut mitgeben. Oder mit der Demut einhergehend ein klares Verständnis dafür, dass wenn wir denn die Welt verbessern wollen und das tatsächlich wahrscheinlich nur gemeinsam geht, also wir haben wirklich die Möglichkeit, andere zu unterdrücken, die Bösen zu unterdrücken und in die Sklaverei zu schieben oder sie zu töten. Ja? Aber ihr merkt selber, das fühlt sich dann nicht mehr stimmig an, wenn man die Welt zu einem besseren Planeten macht und dann Nichtgläubige unterdrückt oder zerstört. Dann brauchen wir jeden Menschen. Und um jeden Menschen mit ins Boot zu holen, darf sich auch jeder Mensch entfalten und darf auch jeder Mensch gehört werden mit seiner Meinung. Und diese sollte als seine Realität, als seine Wahrheit auch angenommen werden. Und zwar respektvoll. Wenn dieser Mensch dann natürlich mit Gewalt auftritt oder wenn dieser Mensch in irgendeiner Weise die Werte, für die die Weltverbesserer stehen, eben Respekt und eben Liebe und Achtsamkeit, Behutsamkeit, all diese Dinge, wenn er sie tätlich angreift, dann ist es natürlich so, dass man sich irgendwie schützen muss. Und das ist dann auch die Argumentation. Weil ich hatte konkret das Thema natürlich auch angesprochen. Das ist die Argumentation. Man muss sich in gewisser Form davor schützen. Und deshalb gibt es eine Elitenbildung. Weil das ist die Argumentation der Weltverbesserer oder der Hippies, dass die dann sagen, nur dann, wenn ein geschützter Raum existiert, können sich diese Energien, die es braucht, um die Welt zu verändern und voranzutreiben, auch entfalten. Und daraus entsteht eine Stärke, die, wenn sie nicht geschützt werden würde, chronisch zerstört werden würde. Aber wenn diese Stärke dann so geballt ist, ausgehend dieser Elitenbildung, kann sie nicht mehr zerstört werden. Das ist die Argumentation. Und was dafür spricht, sind wissenschaftliche Forschungen, die sagen, dass wenn 3% der Menschheit über ein neues Gedankengut verfügen und da eine gewisse, da würde ich sagen,
Gewalt oder Macht, aber ein gewisser Drive dahinter steht, also ein gewisser Fanatismus, und dieser gut in das gesellschaftliche, in die aktuell gesellschaftliche Entwicklungen passt und nicht komplett konträr ist, sondern den Zeitgeist so ein wenig erwischt, dann reichen 3% aus, um die Gesellschaft dann zu verändern. Dann begeben wir uns in ein exponentielles Wachstum. So, das ist die Gegenargumentation. Nun schaue ich aber mal in das Hippie-Zelt. Und was sehe ich da? Da sehe ich auch Menschen, die resigniert sind. Da sehe ich Menschen, die depressiv sind. Natürlich nicht nur, aber diese Menschen sehe ich. Da sehe ich Menschen, die eine Fassade haben. Da sehe ich Menschen, die ja, rein intuitiv, persönliche Beurteilung von mir, nicht wirklich im Einklang mit sich selbst leben und sich selber etwas vormachen, weil das, was sie suggerieren, an bestimmten Punkten ganz offensichtlich deutlich wird, dass sie das selber nicht leben können. Und das wäre an sich auch nicht so schlimm, wenn diese Menschen das dann einsehen würden. Das geht mir genauso. Mein Video empfehle ich dazu, ich bin nicht das Video. Es gibt Videos, wo ich sage, was günstig ist oder wie es günstig ist, mit Situationen umzugehen oder wie man Probleme lösen kann. Das bedeutet nicht, dass ich diese Probleme nicht habe oder dass ich diese Probleme aus dem Unterbewusstsein alles perfekt löse. Denn warum ich das Video gemacht habe, hat meist den Grund, dass ich dieses Problem irgendwann selber gehabt habe oder in meinem Umfeld dieses Problem existiert, aus einer persönlichen Erfahrung heraus. Und diese Argumentation oder beziehungsweise dieses Verständnis dafür, dass man selber das nicht erfüllt, das kommt gar nicht, sondern es wird nur gebetsmühlenartig eine Wahrheit propagiert und diese dann auch als Wahrheit manifestiert, in Ritualen, in Gesprächen, ohne zu erkennen, dass die Wahrheit aller Wahrscheinlichkeit nach nicht von einer Person wiedergegeben werden kann, weil unser Verstand letztlich nur eine rudimentäre Abbildung der Realität sein kann. Wir nehmen pro Sekunde zigtausende Eindrücke auf. Es gibt so viele komplexe Verbindungen, die in unserem Unterbewusstsein zu Entscheidungen führen, die richtig sind. Intuition nennt man sowas, was überhaupt nicht rückverfolgbar ist. Also es ist so komplex, die Realität, die Wahrheit, dass der menschliche Geist, der Verstand sie wahrscheinlich nicht in Worten ausdrücken kann. Genau. Dazu kommt es auch oft dazu, dass wenn ich Hippies betrachte, dass da wenig Aktivismus vorherrscht, dass da eine gewisse Lethargie auch da ist. Insbesondere, wenn es darum geht, hinauszugehen in die Welt, hinauszugehen in die Menschen, die man erreichen möchte, denen man seine Liebe zeigen möchte. Sondern sie sind in diesem Schutzraum und manifestieren ihre Liebe in diesem Schutzraum. Weiß nicht, wie sich das für euch anfühlt. Schreibt das mal in die Kommentare. Fühlt sich das so an, als ob das etwas ist, was einer gesunden, ich sage jetzt gesunden im Sinne von der Argumentation am Anfang des Videos, einer gesunden Elitenbildung, die darauf abzielt, einen sicheren Raum zu schaffen und dann nach außen zu gehen, fühlt sich das so an, wenn man chronisch in dieser Blase bleibt und nicht den Versuch unternimmt, nach außen zu gehen? Für mich definitiv nicht. Auch weil sehr viele Glaubenssätze innerhalb dieser Weltverbesserungsszene und Hippie-Kultur sehr festgefahren sind und man überhaupt nicht erwägt, eine andere Sichtweise auch mal anzunehmen. Einfach nur mal testweise, um hineinzuführen. Und ich möchte das einfach auch noch an der Stelle nochmal ganz deutlich sagen. Ich glaube schon, dass die Hippie-Bewegung und dass die Bewegung der Weltverbesserer eine gute ist. Und ich glaube auch, dass der Durchschnitt des Hippies ein besserer Mensch gemessen an den durchaus durch die Gesellschaft genormten Eigenschaften eines besseren Menschen enthält oder darstellt. Das denke ich schon. Aber ich sehe es als große Gefahr. Und deshalb auch das Video, dass man die Hippies als solches
sich selber abschotten und sagen, die Welt ist böse, wir sind gut und dass es eine Parallelkultur, eine Subkultur gibt und dass diese eben auch zelebriert wird. Das finde ich nicht gut und ich glaube, das ist auch nicht der richtige Weg. Und gerade mit diesem Gut und Böse oder die Wirtschaft ist böse, die Politik ist böse, auch da, jeder Mensch ist auf einem anderen Bewusstseins- oder Bewusstheitslevel und jeder Mensch von uns ist oder war auf einem unterschiedlichen Bewusstseins- oder Bewusstheitslevel in unserem Leben. Wir können das eigentlich sehr gut nachvollziehen. Letztlich ist es doch so, dass wir immer denken, okay, jetzt sind wir gut und derjenige, der anders denkt, ist böse. Und das ist nicht nur in der Hippie-Szene so, das ist eine generelle Eigenschaft von Menschen. Aber wenn man denn Elite sein möchte, wenn man denn die Welt vorantreiben möchte, dann darf man halt eben nicht einfach nur der Standard sein, sondern dann muss man eins draufsetzen. Und das bedeutet, dass man anerkennt, dass jeder gut ist, wie er ist und dass jeder zu respektieren ist. Und das wird oft gesagt, aber im selben Atemzug passieren dann solche Statements wie, dass etwas böse ist, dass es ein Babylon existiert, dass es böse Mächte gibt, dass es Verschwörungen gibt und anderes. Und zwar nicht in einem Kontext von einer wissenschaftlichen Betrachtungsweise, sondern von einem emotionalen Ausbruch. Das ist böse, das ist gut. Ja, und da möchte ich einfach heute mein Statement setzen und deswegen werde ich dieses Video auch an die Hippies adressieren und an alle, die sich dem zugehörig fühlen. Auch wenn ich große Sympathien habe, mein Umfeld mittlerweile mit sehr vielen Hippies versehen ist und ich da mich auch sehr, sehr wohl fühle, aber ich fühle mich in vielen Dingen wohl, wo ich sage, das ist ein Aspekt schön, aber zum einen bitte keine Subkultur, keine Pauschalisierung und zum anderen jederzeit differenziert und auch individuell darüber nachdenken, wo man ist, wo man hin will und ob das einen Sinn ergibt. Ein bewusstes Leben. Und damit möchte ich mich heute von euch verabschieden und bin gespannt auf eure Kommentare, wie eure Auseinandersetzung mit dem Thema Weltverbesserer, Hippies, wie das ist, wie ihr das wahrnehmt, ob ihr selber auch in diesen Kreisen verkehrt und was ihr für ein Gefühl habt in puncto, ist es sinnvoll, sich zu schützen, inwieweit sich zu schützen, eine Kultur, ist es notwendig und andererseits andere herabzuwürdigen oder sagen, sie sind schlecht oder sie gilt es zu bekehren von seinem eigenen Glauben. Es ist nicht so einfach, das Thema, wie es scheint, weil viele Wahrheiten oder wahrgenommene Wahrheit mit reinspielen, auch bei mir. Deswegen bin ich umso interessierter an euren Kommentaren. Schreibt mir das unten hin und lasst uns darüber austauschen. Wir sehen uns.